Doch plötzlich erscheint aus dem Weltraum ein mysteriöser Mann in einer seltsamen Kapsel, der genauso seinen Schweif hat wie Son Goku. Well, if it isn't Kakarot, you've grown. You look just like our old man. What? Tell me, Kakarot, what is this? You were supposed to exterminate all life on this planet. What have you been doing all this time? Huh? Who are you? And who's Kakarot? Should I know who that is? You have got to be kidding me. You don't remember. Fine then, allow me to refresh your memory. You're not from this filthy planet. You were born on planet Vegeta. You're a member of the proud and mighty warrior race, the Saiyans. And that's not all. I'm your older brother, Raditz. You're lying! That can't be true! Long ago, you were sent to this pathetic planet to rid it of all life! We Saiyans search the universe for habitable planets and wipe out all who live there, so that we can sell those planets to the highest bidder. Weak, snot-nosed brats like you are sent to low-level planets, like this. And fortunately, it looks like this one's got a moon. If this guy's telling the truth, then these Saiyans are some real bad dudes. Wait. What about the moon? What does that have to do with anything? Don't play dumb with me. We Saiyans release our true power whenever there's a full moon. Even chumps like you should know that. Eh? I don't know what you're talking about. Ach, bis dem Zeitpunkt weiß er nicht, dass er sich in Affen verwandelt bei Mondschein. You know, I think Krillin's right. You guys are the worst. My name's Son Goku and I'm from Earth. Take your lies and get out of here. Well, I couldn't even if I wanted to. Because planet Vegeta was blown to smithereens by a meteor. Almost all of our brethren have been turned to space dust now. Including me and you, there are only four Saiyans left. Just the other day, we found a planet that should fetch us a high price. The three of us were going to have a hell of a time trying to overtake it. And that's when I remembered you. The planet is as good as ours if you join us. Come on, Kakarot! Think of the fun we'll have! Isn't your Saiyan blood boiling with excitement? Just shut up! If you think I'm joining you, then you're dumber than you look! Huh. Fine. Be that way. That little runt with the tail behind you is your kid, right? I guess I'll just take him instead. Huh? Come any closer and I'll knock you sky high! Back off! Oh yeah? Well, go ahead if you think you can. Gohan's not going anywhere with you! What the hell's with this guy? You're not my brother. You're nothing to me! What's wrong? You scared? Yeah, go on, get out of here! What the hell happened to your tail? You fool! Why would you do that? Do you know what? This planet isn't half bad. I think it could serve as our next target. The three of us Saiyans should be able to rid this place of its dead weight in just 1 month. I'm not gonna let that happen! Take this!
Your kid's in real trouble if this is the best you can do. What? Don't worry, Kakarot. I'll make sure to take good care of the boy. If you want him back, then you better do as your big brother says. Give him back! And don't even think about trying to be a hero. No! No! Bulma, you still got that dragon radar? Oh, I get it! That decoration on Gohan's hat was a dragon ball! All right, I'm off. It's now or never! You're as good as dead on your own. Piccolo! Neither of us has what it takes to face him head on. At least if we tried on our own. But together, if we were to team up, we just might be able to take him down. Yeah, you're probably right. But can I really trust you? What's your angle in all this? Don't get the wrong idea. It isn't that I care in the slightest about your little kid or the Earth. That fool is the only thing standing between me and world domination. The moment he and his cronies are out of the picture, I'd finally rid myself of you. Then the world will be mine for the taking. You're crazy if you think I'm about to let that happen. But for now, I guess we gotta join forces. Guess there's really no getting around that. Precisely. Ih, meine Kombozahl ist schlecht. Daran muss ich wohl arbeiten. Noch mehr Geschenke für Community-Mitglieder. Hey! Was ist das? Das ist ein Erholungsgetränk, das schnell wirkt. Wenn du mal in der Klemme steckst, nimm einen Schluck davon. Das Beste werden eh wahrscheinlich die Boden sein später. Ach so, für eine Schnellauswahl. Thank you! Hey! Yeah! Flying Nimbus! Ach, dass er immer noch nicht gelernt hat, zu fliegen. Hold tight, Gohan, we're coming! Earth's Dream Team to the rescue. Nachdem du in der Hauptstory einen bestimmten Punkt erreicht hast, reist und kämpfst du gemeinsam mit anderen Charakteren. Diese Unterstützungscharaktere helfen dir im Kampf auf unterschiedliche Weise. Vergiss nicht, sie mischen mit. Du kannst Unterstützungscharaktere im Kampf Superangriffe ausführen lassen, indem du RB gedrückt hältst und so die Unterstützungsauswahl öffnest. Danach wird das Symbol des Unterstützungscharakters dunkel und du musst kurz warten, bevor du den Angriff erneut nutzen kannst. Bei Nutzung einer Super-Angriffsunterstützung wird auch die Unterstützungsanzeige für den jeweiligen Charakter aufgefüllt. Wenn die Unterstützungsanzeige eines Unterstützungscharakters halb voll ist, hilft der Charakter dir automatisch beim Angriff, der Verteidigung oder auf andere Art und Weise. Wie sie dich unterstützen, hängt von dem Stil ab, den sie benutzen. Es gibt drei verschiedene Stile.
Offensive Unterstützungscharaktere greifen Gegner an, sie verfolgen wegstoßende Gegner und führen mit dir koordinierte Superangriffe aus. Defensive Unterstützungscharaktere helfen dir, indem sie Angriffe des Gegners aufhalten oder KI-Explosionen blocken. Spezialunterstützungscharaktere stellen deine TP und deine KI wieder her. Es besteht außerdem eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass sie wie offensive und defensive Charaktere jeweils Gegner verfolgen oder deren Angriff aufhalten. Über die Weltkarte kannst du zu anderen Bereichen wechseln. Du öffnest diese, indem du auf dem Bereichsbildschirm Y drückst, dich an den Rand des Felds bewegst oder weit hinauffliegst. Auf der Weltkarte findest du die Symbole folgenden Informationen: erreichbare Materialien, erreichbare D-Medaillen, Dragon Balls, falls vorhanden, verfügbare Nebengeschichten. Gohan, just a little longer. Goku, get a move on. So, nicht veränderbar, das ist ja okay. Ach so, da muss ich erst in der Story weiterkommen. Moment. Körperschlag Stufe 2. Ach, so viele Werte. Allerdings kommt man recht schnell durch die Menüs. So, Kochfähigkeiten plus 2, Freundschaft plus 3. Ich schenke Shichi eine Schürze. Und er kriegt natürlich ein Buch für Erwachsene. Abenteuerfähigkeit, da haben wir noch gar keinen, der diese Community anführt. Quit messing around! You really don't recall anything about the Saiyans that Raditz Clown was going on about? Nope, none of it rings a bell. It's crazy. I had no idea I had an older brother either. I was hoping to milk some useful information out of you for our fight. Wir gucken uns erstmal das Gebiet an, weil hier können halt auch diese Kampfarenen versteckt sein, wie zum Beispiel da links, wer auch immer da wohnt. Here goes! We can go faster. Jetzt die Frage, wie verlasse ich beim Goku Jinnojugun? Aber ich darf anscheinend gerade die nicht verlassen.
Ach, der hinterlässt auch einen Geschwindigkeitsschweif auf dem Wasser. Zur Weltkarte gehen. Ziele der Hauptstory werden mit roten Säulen markiert, Nebenstories mit blauen Säulen. Wenn du in der Hauptstory vorankommst, werden neue Bereiche freigeschaltet, die du besuchen kannst. Östlicher Schluchtbereich wurde freigeschaltet. Raditz, der behauptet, Son Gokus Bruder und ein Angehöriger einer Kriegerrasse namens Saiyajin zu sein, besiegt Son Goku und macht sich mit dem Sohn, mit seinem Sohn aus dem Staub. Übersetzen wir es mal so. Du kannst jetzt fliegen, wenn du Son Goku spielst. His tail's probably his weak point. If we can squeeze his tail, he should be vulnerable. That's what happened whenever mine got grabbed. How are we supposed to grab his tail? Tolle Wahl meiner Fahrzeuge. Yeah! Might cause some trouble later. Best to deal with this now. I'm ready whenever you are. Let's do this. Wir sind alle ready. Here goes. You're done already. Hey, there's a steel bridge. Might cause some trouble later. Best to deal with this now. Might cause some trouble later. Best to deal with this now. Hey there. Du willst wissen, was ich hier mache? Tja, ich lege ein Lagerfeuer an. Da ist ein Dorf, oder? Tut mir leid. Aber es ist schwierig, nachts irgendwas zu finden. Das Luca-Dorf ist gleich da vorne. Das sollst du dir mal genauer ansehen. That village over there looks like it's got some shops. Also vorhin konnte ich mit Cursor links und rechts die Infos links ausblenden. Jetzt geht das nicht mehr, weil ich damit mein Fahrzeug auswähle. Hello there. Hier kannst du die neuesten Informationen über deine gesamten Reiseziele erreichen. Ach so, Informationen kaufen, wo ich was finde. Hey! Juhu! Ich habe ein UFO gesehen, völlig verrückt. Hey du Kuh! Ich darf keine Key-Explosion anwenden. Howdy. Ah, da laufen sie doch. Hello there. Excuse me. Mein ganzes Dorf zählt auf mich. Ist, glaube ich, wirklich der, der Wasser besorgen wollte. Yo! Ich habe das Gefühl, ich irgendwo ja zu kennen. Ja, vom großen Turnier. Wow. Well now. Yeah! Nam.
Ich bin Nam, erinnerst du dich nicht an mich? Wir haben beim Wettturnier gekämpft. Ach ja, ich erinnere mich, das Turnier. Also, was machst du hier? Ich habe Obst aus meinem Dorf dabei, um es zu verkaufen. Mein Dorf ist ziemlich arm, also versuche ich, so viel Geld wie möglich zu verdienen. Klingt ziemlich schwierig. Leider verdiene ich nicht besonders viel. Ich dachte, ich könnte mein Obst für einen hohen Preis verkaufen. Ich bin wohl kein guter Verkäufer. Wenn das so weitergeht, kriege ich keine Lebensmittel und kein Wasser für mein Dorf. Könntest du mir vielleicht helfen? Helfe seinen Leuten, indem du ihm hilfst. Ach, diese Entspannung. Du scheinst in einer echten Notlage zu sein. Da ist natürlich mein Sohn direkt vergessen. Warum sollte ich dem jetzt helfen, wenn ich gleichzeitig Obst für ihn verkaufen könnte? No. Hast du sonst noch was? Für den sammle ich jetzt bestimmt Obst ein. Boah, deine Steine funkeln aber echt schön. Ich wette, es gibt Leute, die diese Steine kaufen würden. Alright. Can I count on you? Can I count on you? You'd think this shiny jewel would fetch a pretty zenny. You looking for something? Wird beim Bau von Maschinen benötigt. Thanks a bunch. Yo! Kennst du einen Experten für Steine? Ich war mal Bergarbeiter. Schau dir erstmal an. Das sind auf keinen Fall Edelsteine. Schade, wirklich. Das ist ein Ammonitfossil. Ich wollte es meiner Tochter geben, aber sie fand es zu unheimlich. Natürlich. Son Goku, tausche ruhig den Stein, der dir geschenkt wurde. Na, Fossiliengraben im Norden. I think he was digging for fossils in the rocky area to the north. I could see Piccolo training under something like that. Leider hat die Wolke keinen Boost. Spielst du auch das neue DLC von Total War 3 Kingdoms? Heute nicht. What? Grabe nach Fossilien. Willst du mir mein Fossil abkaufen? Da ist ein echtes Fossil. Oh, wir können auch tauschen. Ist das dieses, ich tausche vom Zahnstocher zum Haus? Okay.
eine Wasser- und eine Nahrungsmittelkapsel. I'd better get this to Nom. Aber schön, wie die Wolke kommt. Dass die ganze Zeit die Titelmusik nutzt als Hintergrundsound, ne? Ich habe die ganze Zeit das Intro vor meinem inneren Auge. Whoa, a waterfall! Might cause some trouble later. Best to deal with this now. Okay. Might cause some trouble later. Best to deal with this now. Normalerweise sollte Son Goku nicht fliegen können, oder? Zu dem Zeitpunkt. Weil es zu viel Energie kostet. Might cause some trouble later. Best to deal with this now. Might cause some trouble later. Best to deal with this now. Ach, vor allem, das kostet auch keine Energie. Might cause some trouble later. Best to deal with this now. Ist das Spiel komplett Open World Frage? Es ist in Gebiete eingeteilt, aber du kannst die Gebiete frei erkunden. So. Autorennen mit Wagen fahren. Übrigens, es kommt auch vor, es gibt ja so eine Folge, wo Piccolo zur Fahrschule kommt. Das soll wohl auch im Spiel integriert sein. Da freue ich mich schon drauf. That stone seems pretty sturdy. Also diese riesigen Sprechblasen machen mich jetzt schon fällig. Yo! What do you think? What do you think? Oh my! Schön ist ja auch, dass das auch wirklich Sachen sind, die auch in der Serie passiert sind. Das könnte bedeuten, dass es noch mehr wertvolle Steine gibt. Yeah. See ya. Goodbye. Bam. Und dann kriegst du ihn für dein Community Board. I'll pay a visit to Nom's village sometime down the road. Achso, die haben auch unterschiedliche Werte, ne? Er ist zum Beispiel gut beim 4. Beim Erwachsenen-Community.